für die Hühner, die wir nächstes Jahr hoffentlich haben werden. Zack. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge auf der Grünfelder Land im Landwirtschaftssimulator 22. Aussaat steht an. Aussaat steht an. Das heißt, wir nehmen unsere Lambkin Solitär 12 und werden jetzt Gerste ansäen. Ist gar nicht so schlecht, gibt uns nämlich auch Stroh. Uiuiui. Der brummt so, der Motor, das gibt's gar nicht. So, Gerste säen wir an, gibt uns Stroh und natürlich dann auch Gerste für die Hühner, die wir nächstes Jahr hoffentlich haben werden. Mit der Solitär 12 müsste das Ganze relativ zügig vonstatten gehen. 12 Meter Arbeitsbreite ist ja nicht ganz so schlecht. Ich fange aber, glaube ich, mal hier an. So, dann müssen wir noch auf Gerste einstellen. Absenken, starten, Gas geben. Gut. Was ich in der letzten Folge bei der Aufzählung der Maschinen, die wir, oder wegen dem Geld, vergessen habe, ist, wir brauchen ja noch Geld für die Ernte von den Sonnenblumen. Habe ich völlig vergessen. So dass es aktuell eigentlich so aussieht, dass wir uns das Schneidwerk, was wir dafür brauchen, wohl doch leihen müssen. Da es nur für einen einmaligen Gebrauch ist, ist das, denke ich, auch in Ordnung. Sonnenblumen wird jetzt nicht die Regel sein, dass wir die anpflanzen. Aber trotz allem brauchen wir noch einen Düngestreuer. Und da kommt, glaube ich, nur der Bredal in Frage, weil der kann auch Kalk streuen. Allerdings ist die Frage, ob wir den großen oder den kleinen uns kaufen können. Das muss ich dann gleich mal gucken, wenn wir hier durch sind mit Aussaat, was wir uns da genau leisten können. Eigentlich wäre auch ein Mähwerk nicht schlecht und vielleicht eine günstige Ballenpresse. Dann könnte man nämlich sogar Silageballen machen und die noch zusätzlich verkaufen. Aber da müssen wir dann gleich mal auch in den Rabattmarkt reingucken, beziehungsweise in den Gebrauchtmaschinenmarkt, was da drin ist. Können wir gerade mal machen. Hier ist eine, aber die ist teuer. 70.000 kriegen wir nicht hin. Ist ein bisschen zu viel für mich. So ist es nun mal am Anfang, ja? Keine Kohle, alles muss man sich erarbeiten. Und später schwelgen wir im Luxus. Ich muss auf jeden Fall irgendwas machen, damit ich schneller zu Geld komme. Und Hühner für die Eierproduktion ist da schon ziemlich verlockend. Wobei ich auch nicht mehr weiß, was der Stall eigentlich gekostet hat. 9.000, ja, das ist doch annehmbar. Ist nur die Frage, wo wir den platzieren können. Dann würde ich eventuell schon direkt in den Hühnerstall bauen. Der gibt uns nämlich einfach passives Einkommen, wenn wir die Eier dann verkaufen. Vielleicht haben wir da vorne an der Mauer noch ein bisschen Platz, den wir verbauen können. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal Aussaat, das ist das Wichtigste.
Sodelay, die Aussaat ging relativ flott. Gut, gut. Letzte Bahn. So, Aussaat ging relativ flott. Wir müssen das ganze Feld jetzt natürlich dann noch walzen. Das heißt, die Frucht auch wirklich in den Boden reindrücken, nochmal sozusagen. Ich glaube, da muss ich doch nochmal ein bisschen fahren. Mist. Also die Frucht soll ein bisschen in den Boden drücken. Für die richtige... Haftung sorgen sozusagen. Aber vorher wird man gleich mal ein bisschen gucken, was jetzt Düngestreuer angeht, weil wenn ich mir einen Hühnerstall kaufe, brauche ich auch noch einen Frontlader, den ich ja noch nicht habe. Und der kostet mich auch wieder ein bisschen Geld. Da ist die Frage, ob das Ganze noch hinhaut. Das werden wir jetzt gleich mal gucken, wenn wir die Sämaschine abgestellt haben. Moment, andersrum muss ich mich drehen, weil sonst breche ich mir den Rücken. Die Walze mache ich gleich schon mal dran. Und dann gucken wir mal in den Online-Market rein. Ah, guck mal hier. Ballenpresse ist schon weg. Also, Düngestreuer. Oh, Pflanzenschutzmittel brauche ich eigentlich auch noch. Also, die Amazone kann nur Saatgut. Beide. Schade, weil die haben ziemlich hohe Arbeitsbreite. Der K105 kann Dünger und Kalk, das ist schon mal gut. Ich hätte aber gerne die Streuteller. Aufbau können wir... Ach, der kostet nicht so viel. Können wir uns aber gerade trotzdem nicht leisten. Also wir müssten auf jeden Fall 53.000 Euro investieren, wenn wir kalken wollen. Sollen wir aufs Kalken verzichten und dafür nur einen Düngestreuer kaufen? Wäre, denke ich, in Ordnung. Ja, komm, machen wir. Okay, dann bräuchten wir jetzt noch das Schneidwerk. Das kostet in der Miete 3000 Euro. Das ist nicht so viel. Ich brauche noch Dünger. Dünger kaufen. 4000 Liter. Und dann brauchen wir auch noch Weizen. Weizen, 8000 Liter, machen wir. Dann baue ich mir einen Hühnerstall. Ah, ich brauche noch einen Frontlader. Hier gehen 30 rein, hier gehen halt 360 rein. Das ist ein krasser Unterschied. Den gönnen wir uns aber. Das Land gehört nicht dir. Du hast nicht genügend Geld. Kostet nur 9000. Kostet hier die Bodenanpassung so viel Geld? Hast nicht genügend Geld? Hä, wieso? Das kostet nur 9000. Ich habe 19.000 noch. Ah, jetzt geht's. Okay. Dann gucken wir nochmal. Land gehört nicht dir. So ein Mist. Kostet mich aber 10.000. Und ein Frontlader kostet auch nochmal einiges. Das sollte ich vielleicht vorher schauen. Was kostet mich ein Frontlader mit Palettengabel? Palettengabel 2000. Frontlader. Ja, für 300 PS gibt es gar keinen Frontlader. Ah, dann müsste ich vielleicht den hier nehmen können. Dann bin ich aber wirklich blank. Designfarbe. Ja, obwohl ich kein Geld habe, will ich natürlich keinen Schnickschnack kaufen, sondern ich kaufe mir dann immer noch ein bisschen was extra. So, das ist jetzt das Geld, was wir noch haben. 9.960 Euro. Und jetzt können wir mal gucken, wo wir das Ställchen platzieren können. Am Hof wäre natürlich schon schön. Kostet exakt 9000 Euro und steht auch nicht so wirklich im Weg. Zack. Gut. Wir haben vergessen, Hühner zu kaufen. Wir müssen ja noch Hühner kaufen. Meine Herren. Ah, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht.
So, was kostet so ein Huhn? 5 Euro. Wir kaufen solche. Ja, die müssen erst erwachsen werden, aber so, 120 ist okay. Ist okay, wir haben Hühner. Die müssen zwar erst erwachsen werden, aber das sollten wir trotzdem gut hinkriegen. Dann fahre ich jetzt aber erstmal zum Händler und hole das Hühnerfutter. Bin mal gespannt, ob der Frontlader passt. Er geht zumindest schon mal ran. Einziges Problem könnte sein, dass ich dann den nicht ganz auf den Boden krieg. Doch, geht trotzdem. Super. Gut, den Weizen können wir so aufladen und den Düngestreuer kriege ich eventuell vorne noch dran. Dann können wir mit einem Paket zurückfahren und haben alles dabei, was wir brauchen, beziehungsweise was wir mal geshoppt haben. Und dann kann es in der nächsten Folge weitergehen mit Düngen. 8000 haben wir gekauft. Habe ich nur zwei Big Packs Dünger gekauft? Ja, genau, 4000 Liter. Ja, passt. So, den nehmen wir hoch. Düngestreuer vorne ran. Dünger rein. Hä, war da nicht 2000? Ich dachte, es wären 2000 Liter Packs. Oh, so ein Mist, ey. Naja, nicht so wild. Ab zurück an Hof. Am Hof angekommen, hauen wir erstmal den Düngestreu irgendwo rein. Am besten hier. Da ist noch ein bisschen Platz. Den Frontlader können wir direkt drüben beim Hühnerstall abstellen. Woanders werden wir den nicht brauchen. Zumindest im Moment nicht. Und den Weizen hauen wir gleich mal hier rein. So, muss natürlich auch den Anhänger anwählen, ne? Sonst funktioniert das Ganze nicht. Was? Da gehen 8000 Liter rein? Oha. Dann bin ich mal gespannt, wie lange die halten. Hoffentlich eine ganze Weile. Weil Geld haben wir jetzt keins mehr. Wir sind bankrott. So, wie das Ganze aber weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Macht's gut.